Wer ist dran? Tilly May, blalalala. Fernkämpfer. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich auf Automatik gehe. Ob ich überhaupt eine Chance habe, das Ganze zu schaffen. Er ist tot. Ah, nur bewusstlos. Erster Tod. Zweite. Ein Toten. Das Ganze, was ich kriege, ist sowas. Der Kampf ist vorüber und ihr habt gesiegt. Um euch herum liegen die Kadaver der Tiere, die unter dem Bann des Druiden standen, und auch die Leiche von Gora selbst. Eine kurze Untersuchung des Toten bringt nichts Weltbewegendes zutage. Wollt ihr? Hütte durchsuchen. Oh, da finden wir eine ganze Menge. Das nehmen wir noch mit, das nehmen wir noch mit, das nehmen wir noch mit. Die Hütte besteht Truhe aus öffnen. Einem. Ach du Scheiße. Knochen mit Rune. Ein Ring. Manometer, das ist eine ganze Menge. Es lohnt sich aber. Ihr findet nichts weiter. Lager aufschlagen. Er ist tot. Verdammt, also nochmal. Nein! Ich habe ein Camp aufgeschlagen. Ah, er lebt noch, das ist gut. Oh, das hat Schwein gehabt. Weiterreisen. Speichern. Speicher vorsichtshalber nochmal. Hätte euch Umbrick ja, Siebenstein fordern. Höhnisches Gelächter. Ihr Ma machen wir anders. So. Wir probieren es nochmal in Automatik. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Nächste, wieder einer gestorben, zwei gestorben. Spiel an. Der Kampf ist vorüber und ihr habt gesiegt. Um euch herum liegen die Kadaver. Vielleicht hätte euch umbringst. Höhnisches Gelächter schallt aus der Tiefe des Waldes. Kommt doch, oh ihr mächtigen Helden! Ich schwöre bei den Al. So. Ich möchte mal was ausprobieren. Die hauen jetzt schon so dick rein. Ach, fuck. Tele. Das ging auch noch. 7 LE, alter Verfalter. So, Zauber sprechen. Gaukel dem Opfer vor, dass es auf der Zeit.
So. La 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 la. Zaubersprechen. Beherrschung. Gaukelt dem. Kann nur auf menschliche Ziele angewendet werden. Wo ist der Magier? So, Magier überhaupt noch. Ist der Druide überhaupt noch da? Wir haben hier ein Charisma. Ein Klugheit. Und ein KK, Körperkraft. Trinken. Automatik. Oh Mann. Erste gestorben. Zweite gestorben. Dritte gestorben. Also das ist fast schon so wie mit Blackguards pures Glück in dem Kampf. Wir haben gesiegt mit 3 Toten. Der Kampf ist vorüber. Die Hütte So. Spiel laden. So, laden, wohlgemerkt. Speichern. Jetzt speichere ich hier erstmal Punkt 1. Speichern. Das ist nämlich vor dem Kampf. Und nochmal. So, jetzt sollten wir es versuchen, weiterreisen. Mal schauen, was dabei rauskommt gleich. Weil ich habe mal vor, die versucht. Hätte euch ja, umbringt, höhnisches Gelächter, Schatten. So. Oh, wir stehen diesmal ganz anders. Aha. So. Wir gehen auf Automatik, ja. Wir haben gesiegt. Mit ein bisschen Glück geht das. Wir haben gesiegt. Gegenstände aufnehmen. Haus die Suche. Wir haben ja schon oft genug gehört. Wir nehmen alle Gegenstände mit. Die Truhe die öffnen. Hütte. Ihr findet folgendes. Das nehmen wir auch alles mit. Ihr findet nichts weiter von. So, jetzt rasten wir. Lager hier aufschlagen. Wir sind fertig. 18 Stunden schlafen, dass wir hier ein bisschen in Gang kommen. Erst überladen. Lieber umkehren. Was hast du? Der Kampf ist vorüber. Umkehren und Zustand holen, das ist gut. Ja, wir reisen in die richtige Richtung. Was bist du? Überladen und keine Waffe. Ey. Waffenloser Kampf, anstatt dass er Munition nachlädt. Na gut. Mit ein bisschen Glück haben wir es hingekriegt. Ist auch schön. Aber wir rasten jetzt. Huh, das war Glück. schlafen. Gut, das geht automatisch, geht natürlich ziemlich schnell. Weiterreisen. Das ist nicht schlecht. So, ich muss wieder was trinken kurz. So, jetzt kann ich wieder quatschen.
Jo, wir rasten. Ha, geht doch sehr schön. Weiterreisen. Ah, ist doch klasse, dass das geklappt hat. Wir müssen noch Skaya noch und dahin wieder. Ich glaube, wir können von da nach da reisen, dann noch rüber. Ja. Ah ne, wir müssen ja noch diesen Händler suchen wieder, weiterreisen. Das heißt nach Ala, nach Tos, nach Liskor und dann rüber. So, dann können wir wieder losrennen. Halt, ich hänge so mit der Nase über dem Boden, das ist nicht schön. So, ja, wir sind da. Zack. Als ihr euch der Hütte nähert, kommt euch Umbrick entgegen. Habt ihr den Runenknochen? Fragt er euch erwartungsvoll. Da hinter euch, ein dreiköpfiger Affe. Was? Ach ja, nee. Ein Glanz tritt in die Augen des Alten, als ihr ihm den Knochen überreicht. Ihr ahnt nicht, wie sehr ihr mir geholfen habt. Weiter. Wartet, ich habe etwas für euch vorbereitet. Er verschwindet in der Hütte und kommt kurz darauf mit einem Pergament in der Hand wieder. Und weiter. Hier habt ihr ein Empfehlungsschreiben für Tiomar Svafnilsson aus Brendil. Er ist ein Freund von mir und wird euch sicherlich weiterhelfen. Weiter. Ach ja, da fällt mir noch etwas ein. Wenn ihr euch für Hügeliks Geschichte interessiert, solltet ihr unbedingt bei seinen direkten Nachfahren vorbeischauen. In Angbodirtal gibt es einen Ur-Urenkel von Hügelik. Er heißt Beorn Jallason, wenn ich mich nicht irre. Viel Glück wünsche ich euch noch. Dann dreht er sich um und verschwindet wieder in seiner Hütte. So. Anhiel. Ephodon. Ephodon sag ich schon. Wo war denn der Ort? Den er gerade gesagt hat. Wir waren da schon nicht, glaube ich schon mal. Ja, genau, wir waren da schon mal. So, ich glaube von da nach da ist es ziemlich teuer. Wir reisen, glaube ich, mal lieber nach Ala. Hier ging wohl früher mal ein Pfad ab, der jetzt nur noch nach kurzer Zeit, als ihr gerade... Ihr findet 7 Heller, ein Bogen. Das ist natürlich nicht schlecht. Ach. Der ist schon voll. Rasten und Gutes. Weiterreisen. So, und Ala werden wir wahrscheinlich erstmal verkaufen dürfen. Oh ja, wir dürfen verkaufen. Wir dürfen verkaufen. Kräuterbeutel, kann man da stapeln da drin? Nein, kann man nicht da drin stapeln. Das ist doof. Gegengift, auch klasse. Roter Schlüssel, wozu der immer noch gut ist. Ich weiß ja, den hätten wir aus der Taverne, aber hier aus dem Gasthaus aus dieser Ecke. Das war jetzt, also wenn ich mir überlege, dieser Kampf, den wir hier hatten, der war schon heftig. Das Gelände scheint reich an Jagdmöglichkeiten zu sein. Ja, wollt wir werden hier einen Tagesmarsch. Okay. Weiterreisen, wir haben so viele Rationen. Die können sie ruhig mal ein bisschen aufbrauchen, bevor wir hier mal irgendwo mal eng werden. So, wir haben Abend oder Morgen. Geradeaus und links. Es regnet ein bisschen. Und ich würde sagen, hier ist der Händler, sage ich doch. Waren verkaufen. So. Wir sollten vorher natürlich mal. Den kann man wegschmeißen. Das haben wir hier. Schriftrolle.
Das können wir verkaufen. Obwohl, Schnapsflasche. Könnte man ein bisschen Alchemie anwenden. Gucken, ob das klappt. Den Bogen. Langbogen 5 bis 10. Da müsste der hier wegkommen, ne? 4 bis 9. Der kann auch weg. Was haben wir da? Gut, Waren verkaufen. Gut. Talent anwenden? Ah, ne. Magie anwenden. Questbuch. Auch geil. Talent anwenden. Wer soll ein Talent anwenden? Er. Alchemie. Alchemie. KK-Elixier. Glasflasche, Schnapsflasche, Fingerbäume. Ach, scheiße. Ganz ehrlich. Zaubern, wenn er. Hellsicht. Odem Arcana. Gut. Und Hellsicht. Nee, zurück. Hellsicht. Odem Arcana. Nochmal. Hellsicht. Analyse. Analyse. Erhöht die Widerstandskraft des Heers gegen schädliche Zauber. Na gut. Gut, Magieresistenz haben wir auf allen. Gut. Da will er ringen auf die andere Seite. Auch gut. Gut. Wir zaubern nochmal. Hellsicht, Analyse. Ein breiter, robuster Gürtel mit auffälligen Türmen lindert. Lindert. Wirklich lindert. Gut, schauen wir, was wir noch so haben. Hellsicht, Analyse. Ein Schmuggelschmied schützt auf magischen Wege vor Feuer. Na gut, Feuerresistenz müsste das denn sein. Und noch einmal zaubern. Hellsicht, Analyse. Und den Beutel bitte. Analyse. Nochmal zaubern. Du, Hellsicht, Analyse. Auf den Beutel. Analyse. Ihr könnt euch heute... Hier könnt ihr eure Kräuter und Platzsporen verstauen. Dieser magische Beutel, den ihr von... Hier könnt ihr eure... Oh Mann, hier könnt ihr eure Kräuter Platzsporen verstauen. Dieser magische Beutel, den ihr von Zandor Boswani erhalten habt, scheint unendlich viel Stauraum zu besitzen. Vermutlich wirkt hier ein permanenter Transversalis. Das heißt, ich müsste jetzt ja... Verstauen. Ah. Haben die jetzt alle abgegeben? Das ist geil. Das ist geil. Ah, wow, das ist natürlich geil. Beutel schließen. Das ist cool.